Gucken wir mal. Also, Inka rein. Ich darf den Großen, normalerweise pull ich den Großen mit rein, ja. Aber das machen wir jetzt nicht, weil wir Bowstring haben. Sondern machen die auf zweimal. Also normalerweise pullst du den halt mit rein, ne? Easy, easy. Und cleavst die alle kaputt. Aber das wollen wir jetzt halt wo ist denn eigentlich mein Damage-Meter hin? Ach, fuck it. Hey, warum ist denn das weg? Keine Ahnung. Das habe ich nicht geguckt davor. Naja, egal. Wir werden es hoffentlich auch irgendwie so schaffen. Also Damage-Meter brauchen wir ja nicht. Okay. Hätte ich den jetzt noch mit reingepult, das wäre wahrscheinlich schon gegangen, ne? Aber ich muss den halt jetzt nicht unbedingt hochbolstern, bis zum geht nicht mehr. Hier wird es halt richtig ätzend, ne? Weil, der Melee-Mob wird mich halt übelst hochstacken. Und ich bin mir jetzt nicht sicher, was Necrotic stackt. Ob es nur Melee-Angriffe sind, also physische Angriffe, oder ob es Melee-Attacks an sich sind. So, ich mach da jetzt einfach mal ein Dings drauf. Totenkopf, zieh hier Inka. Und, na komm, wir kicken mal hier noch mit rein. Ja, der Ding bringt... Ach, Kollege, das ist immer gut gemeint, ist leider nicht gut gemacht, ne? Das Element, also das Elementar hier, das zieht normalerweise Aggro, aber Blizzard hat das mal geändert schon sehr lange. Auch das war der Ghoul-Armee, die Ghoul-Armee-Änderung. Also normalerweise spottet das Viech halt, ne? Das war die Ghoul-Armee-Änderung, dass so Pets keine Bosse mehr spotten können. Also die kriegen da nicht mehr die Aggro von, weil du konntest halt Special Mechanics, die normalerweise, nice, meine Stacks sind ausgelaufen. Das ist sehr gut. Das ist sehr gut. Aber sie müssen den Mob CC'en. Leute, ihr wisst doch, wie es geht. Oh, der CC'et mich komplett durch, ne? Oh, boy. Da gab es eine Änderung. Ich glaube, das war damals Syndragosa, ne? In Wrath of the Lich King. Da ist dann der Dings durchgedreht hier. Der, Boss mit Ghoul-Armee und hat sich gedreht wie so ein Blöder und hat immer in alle Richtungen gebrafft. Und dann hat Blizzard das irgendwann geändert, dass Pets halt keine Bosse mehr spotten können und auch das Ele halt auch nicht, ne? Und ja, das ist halt jetzt die Geschichte, dass er es gut gemeint hat mit seinem Elementar, dass ich meine Stacks verliere, aber bringt halt nichts. Das wäre tatsächlich besser gewesen, wenn er das Ele beim Dings reingehauen hätte, ne? Beim Trash. Ich versuche den da jetzt mal rauszukriegen. Haben wir den mal nochmal interrupted? Weil bei einer Trash-Gruppe wäre es natürlich sehr stark. Haut er das Ele rein, bin ich komplett safe. Ich glaube, der hat 10 Minuten Abklingzeit. Hm, weiß ich nicht. Vielleicht wusste er das jetzt nicht. Das ist wie der eine Magier vorhin, ne? War ich bei einem Rare dran. Dann war so ein Magier, der hat also, ne, das ist so ein Rare, der läuft halt weg. Der Magier hat es gut gemeint. Und hat den immer wieder geschiebt, dass er halt nicht weglaufen kann. Das Problem an der Geschichte ist, wenn du den Typen schiebst, dann reckt er sich prozentual wieder. Und ich denke mir, warum geht denn der nicht down? Der Magier hat den halt immer wieder geschiebt, dann hat er sich wieder hochgeheilt. Wieder geschiebt, wieder hochgeheilt. Irgendwann bin ich ein bisschen... ja, ich bin jetzt nicht ausgerastet, das will ich jetzt auch nicht sagen, aber ich habe mir schon gedacht, was ist mit dir falsch, ne? Also ein bisschen erzürnt, kann ich sagen wir mal so. Okay, also der erste Boss hat jetzt... Das war jetzt irgendwie gar kein Stress. Also ich war hier mal ganz am Anfang vom Addon, da war ja auch mal Necrotic und da bin ich hier hochgestackt ohne Ende und es war fast nicht machbar, ne, den Boss. Das war jetzt hier irgendwie gar kein Stress. Ich habe den Worry geschrieben, dass wir eventuell jetzt warte mal, jetzt hol ich mal das Recount. Recount Show. Ah, okay, es war halt einfach aus, warum auch immer. Also das ist jetzt der Boss-Schaden. Ja gut, jetzt, was haben wir denn eigentlich für eine Gruppenaufstellung? Ich habe das gar nicht angeschaut. Wir haben einen Worry. Dann haben wir einen... Haben wir zwei, warte mal, wir spielen mit zwei Shamis? Deswegen hat der Priester gesagt, voll die Meta-Kombi. Warte mal, wo müssen wir hin? Hier wollte ich hin. Ja gut, das ist halt jetzt eher eine Kack-Kombi, die wir haben. Aber was willst du machen? Was willst du machen, ne? Also hier dürfen wir auf keinen Fall ihn reinziehen, weil wenn wir den Kollegen hochstecken, eher ungeil, würde ich mal sagen. Eher ungeil. Hier spielt jetzt Necrotic, ist da gar kein Stress, ne? Bowstring ist auch kein Stress, was macht er jetzt?
Ach, ist er hingelaufen, dass der Mob getriggert ist, dass wir uns ein paar Sekunden sparen. Das ist vielleicht gar nicht so verkehrt tatsächlich, ne? Also was er jetzt gemacht hat, weil es diese Mobs sind ja so ein Event und das wird wahrscheinlich, also ich bin mir jetzt auch nicht sicher, aber ich vermute mal, es wird getriggert, wenn du halt hinläufst, ne? Und das hat jetzt eher schon getriggert, weil ich dachte mir, okay, warum rennt der Diszi da hin? Der hat aber schon ein bisschen mehr Erfahrung, der hat auch schon einen 17er In-Time. Also anscheinend kennt er sich so ein bisschen aus und weiß solche kleinen Kniffe und Tricks. Ich bin übrigens selber Necrolord, also ich kann hier die Flagge aktivieren. Kriegen das dann alle ab oder müssen die dann in der Range stehen? Ich weiß gar nicht, ich glaube, das haben jetzt gar nicht alle abgekriegt. Ich glaube, die hätten da an der Ding stehen müssen, oder? Weiß ich jetzt gar nicht genau. Also die nächste Gruppe ist die heftigste hier in der Instanz. Jetzt sind wir ein bisschen schnell. Normalerweise, ich habe jetzt bei der kleinen Gruppe Inka gezogen. Und na gut, wir haben halt keinen Trash-Buff, sondern es ärgert mich jetzt, dass ich da keine Inka für habe, für die nächste Gruppe. Das ist echt ärgerlich. Ich hätte sie vorher vielleicht doch nicht ziehen sollen. Ich dachte mir, gut, komm, wenn ich jetzt hier 3 Pulse habe, bis dahin müsste Inka wieder ready werden. Ne? Aber die waren jetzt doch relativ schnell down, haben nicht so viel Leben. Ach, kacke, jetzt habe ich da keine Inka für, das ärgert mich tatsächlich. Aber ich kann jetzt halt auch nicht, obwohl doch, wir haben jetzt hier den Pride, ne? Nach dem Pride ist sie vielleicht ready. Ah. Nach dem Pride müsste ready sein. Der Heiler stellt sich in mich rein. Okay. Hammer machen. Das ist trotzdem nicht ready. Leute, okay, dann machen wir es so. Habe ich einen getroffen? Nee. Ich hätte doch nicht Inka ziehen sollen. Gut, ich habe mein Trinket ready. Zumindest das. Wir müssen halt schauen, dass wir... Okay, Barrier steht. Ich tue sie mal alle desorientieren. Ich hau mal mein Schild drauf. Jetzt ist nämlich die Barrier ausgelaufen. Aber das Schild ist absolut richtig viel, ne? Also richtig, richtig viel. Das sind, glaube ich, wenn du viele Mobs triffst, sind das halt gleich mal 60... 60.000, also es ist mein komplettes Live-Pool quasi. Also das Trinket ist richtig stark, ne? Es ist sogar ein Death-Trinket, macht aber auch hier, Junge, das ist ein Schild, den musst du von hinten angreifen. Okay, der Worry dachte sich, haben wir mal so ein bisschen auf das Ding drauf. Okay, gut. Interessant, hier kommt nämlich jetzt gleich noch ein Pride. Und dann kommen wir beim Boss. Dann müssen wir mal gucken. Schauen wir mal, ob sie gleich die Flagge sauber spielen, ne? Hier wird wahrscheinlich mit Boss-Buff kann ich mir... Oh nein! Hier war ja noch der andere, der mich hochsteckt. Das, jetzt fällt mir das gerade ein, ne? Es gibt ja hier den anderen Boss mit dem Haken. Ich weiß jetzt nicht genau, wie er heißt, aber ihr wisst, welchen ich meine, ne? Wo diese Haken runterfliegen und da spawnen ja auch Ads. Und das war ja hier noch der viel beschissenere. Das decken nämlich die Ads mich auch hoch. Das habe ich jetzt vollkommen vergessen. Ich hoffe, es sind alle drin. Priester. Much better prides. Okay, der eine hat mir jetzt eine andere Route geschrieben. Vielleicht kann ich die... Komm, ich ziehe jetzt hier dann halt Inka. Jetzt habe ich es eh delayed. Da kann ich nämlich auf die Flagge noch drauf kleben. Mal ein bisschen gucken. Also der hat gemeint, ich soll jetzt, bevor wir zum Licht gehen... Sollen wir am besten den einen ersten Raum vom Dings killen. Okay, ich versuche das einfach mal, so wie er es meint. Der scheint ja schon einiges an Kies gelaufen zu haben, ne? Hat ein gut Stückes mehr Erfahrung als ich. Da bin ich ja immer gern bereit, was Neues mitzunehmen, ne? Ganz klar. Also von dem her, schauen wir mal. Eigentlich müsste der doch voll raushauen mit Boss-Buff. Hier mit seiner Combo. Geht ja gut, ich habe Schilde drauf. Na, doch, jetzt habe ich schon ein bisschen gefressen. Aber sie gehen auf jeden Fall auf die Flagge, ne? Also das passt.
wenn du auf die Flagge nicht gehst, dann hast du halt ziemlich schnell gelitten. Ne? Das wirst du dann halt nicht, solange das passt. Aber er meint, also er meint mit dem Pride, dass wir deswegen das machen sollen. Also soll ich erst den... Also er will... Normalerweise gehe ich halt... Macht er wieder seine Kombi. Komm, jetzt schmeißen wir mal hier mein Trinket rein. Dann geht alles aufs Trinket. Seht ihr? Hat sogar noch 10.000 über. Aber das sind noch... Also das ist halt eigentlich der einfachste Boss hier in der Indie, würde ich jetzt mal behaupten. Uff. Uff. Hat er die Barrier gestellt, dass wir in der Barrier stehen bleiben können? Das kann sein, ne? Das ist zum Durchziehen, dass hier das Ding nicht mehr kommt. Aber ich weiß nicht, da gehe ich dann doch lieber... Eigentlich 40.000, jetzt können wir eigentlich durchziehen auf ihn. Hätte ich jetzt nicht gesagt, dass wir da nochmal auf die Flagge gehen, das lohnt eigentlich nicht. Okay, also jetzt mache ich es mal so, wie er es will, ne? Nee, ich weiß schon, Sylvanas ist Englisch. Hier, den Raum will er erst, das wir machen. Hier muss ich jetzt halt gucken. Ich pull jetzt absichtlich nur den Großen raus, dass der nicht hochbolstert. Die machen wir jetzt einzeln, ne? Also, wahrscheinlich, also es sind viele kleine Non-Elite-Bolstern, glaube ich, Elite nicht mehr. Das hat Blizzard ja auch mal geändert. Aber ich bin mir nicht hundertprozentig sicher und bevor die Scheiße hochgeboostert ist, bis zum geht nicht mehr, wisst ihr, pull ich sie lieber einzeln raus. Until the Croc Pack, keine Ahnung. X hat er. Okay, also die Putt will er dann nicht. Also der Heiler, der schreibt mir gerade, wie es eher pullen würde. Das mache ich jetzt einfach mal so. Vielleicht ist das eine gute Taktik, dass die Prides halt auch gut kommen, schreibt er jetzt. Sowas kann man ja ganz gerne mal mitnehmen. Mal ein bisschen was Neues probieren. Also das hier meint er wahrscheinlich noch. Hier könnten wir dann nochmal eine Flagge mitnehmen. Oder wir nehmen die nachher mit, weil sonst adden wir nur... Okay, jetzt... Okay, so wollt ihr das haben. Also alles bis auf die Putt. Und jetzt rüber, dann spawnen anscheinend die Dings besser. Dann... Schreibt awesome. Schreibt er hier. Jetzt kann ich die Flagge mitnehmen. Ich pull die raus. Kommt raus da. Nein, 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 der Worry ist da halt volle Lotze rein. Also mehr würde ich jetzt nicht. Die müssen wir jetzt halt gleichzeitig runterkriegen. Der ist halt jetzt ganz gut hochgeboostert. Jetzt mal hier hinter die Ecke, okay. Jetzt haben wir schon relativ viele. Sind es noch drei Geister. Oh fuck it. Warum war ich denn in der Dinggestalt? What the fuck? Achso, weil ich mich geheilt habe. Ich glaube, du musst hier gar nicht alle machen, ne? Das waren jetzt... Ich glaube, du kannst manche in der Ecke stehen lassen. Aber ich bin mir nicht sicher, bevor du dann... Bevor du dann irgendwie was verkackst, mache ich es lieber auf Nummer sicher hier. Oh, wir haben jetzt dann gleich den Pride nochmal. Nachdem. Nice Puls, schreibt der eine. Okay. Ich habe es jetzt so gemacht, wie der Priester gesagt hat. Also, du, ich bin... Also, keine Ahnung, wenn da jemand was vorschlägt, wo ich was lernen kann, dann mache ich es halt gerne auch so, ne? Klar, ich bin da jetzt nicht so, es gibt dann so Leute, nein, ich habe meine Route und die mache ich und ich lasse mir nichts sagen, weil... Ich sage so, in jedem zweiten Key lerne ich noch was, ne? Und das ist ja gut, dann kann man sich immer ein bisschen verbessern. Ich glaube, das werde ich übernehmen. Jetzt muss ich mal gucken, wo die Dings kommen, die Prides. Aber hier ist eigentlich ganz angenehm, weil da passiert nicht viel. Und ich habe nämlich sonst immer den Pride auf dieser großen blöden Plattform. Mal gucken, oh, jetzt haben wir uns erwischen lassen, wo der
wo der so kommt, ne? Aber die richtigen ätzenden Sachen kommen halt leider noch. Also was halt noch, also hier sind dann ein paar ätzende Packs dabei, die dürften jetzt mit Dingsbuff nicht so krass sein, würde ich fast behaupten. Also mit Bossbuff müsste das eigentlich durchaus gehen, ne? Aber der eine Boss, ich weiß halt nicht, wie es von den Stacks ausgeht. Das wird nämlich ein bisschen ätzend tatsächlich. Also kann ich mir gut vorstellen, dass das ziemlich ätzend wird. Aber wir werden sehen. Jetzt kann ich nochmal einmal hier reininkern. Müssten den Großen eigentlich machen. Jetzt hat der nämlich schon den Buff. Gut, hier war die Inka vielleicht doch ein bisschen wasted. Es ist halt immer die Frage, ne? Ich kann halt, wenn dann die Inka ewig aufbrauchen. Ewig. Es hat keiner das Ding mit. Naja, gut. Im Bären scheint die immer zu backen. Immer wenn ich die Kugel aufnehme, kann ich das Zeug nicht anklicken. Wisst ihr, was ich meine? Also, Bärengestalt. Das Balsam fürs Ego. Ja. Ich brauche das jetzt nicht fürs Ego, dass einer meine Puls lobt. Weißt du, was ich meine? Also, zudem muss ich ja sagen, dass ich es halt jetzt so gespielt. Also, ne? So, bis auf das eine hätte ich es halt genauso gespielt. Okay, da müssen wir aus den Dingern rausgehen. In der nächsten Plattform, da wird es halt ätzend. Aber jetzt haben wir da den Pride auch nicht, dann müsste das eigentlich gehen. Also, so ist tatsächlich besser. Noch ein Einschlag. Der Worry halt vor mir. Das ist halt die ätzendste Plattform hier tatsächlich. Wenn du da noch Dingsbuff hast. Huhuhuhu. Vor allem hier fliegen oftmals Leute runter. Also ich bin bis jetzt noch nicht runtergeflogen und das will ich eigentlich auch so beibehalten. Aber hier haben wir das letzte Mal dann auch den Pride gehabt und das war halt, also wir haben glaube ich einen Mob ist gekillt, dann hatten wir den Pride plus die ganze Gruppe und dann ist das hier so ein teilloses Chaos, ne? Hütet euch. Fuck it, jetzt wäre es beinahe soweit gewesen, ne, dass wir abgesegelt wären. Ja, jetzt kommt dann der Pride am Ende, oder? Ja, so ist halt angenehm, ne? So ist angenehm. Also die Route, die er da vorgeschlagen hat, ist tatsächlich gut. Also die übernehme ich definitiv. Das werde ich jetzt immer so spielen. Das ist eine schöne Sache. Dann hast du direkt den Pride vom... Ich bleib jetzt mal stehen, das müsste eigentlich so passen. Und was ich jetzt nicht mehr machen darf, das letzte Mal hatte ich einen Bug, da bin ich als erster zu früh reingelaufen, es waren nicht alle da, dann habe ich den Debuff bekommen und bin dadurch gestorben. Und das war ziemlich ätzend. Halt, gehen wir so einen Ticken rüber. Das muss ich gucken, dass alle da sind. Ich weiß gar nicht, warum du hier noch die Orb brauchst, ne? Für was die gut ist. Sind die so viel schneller als ich? Habt noch geroart? Ich erhebe Anspruch auf eure Seele. Lasst euren Ängsten freien Lauf. Jetzt habe ich doch wieder das Phantom gekriegt. Aber warum? Ich dachte, als Tank kann ich das nicht kriegen. Ich verstehe es gar nicht. Ich hatte wieder den Debuff, ne? Das letzte Mal bin ich dann nicht zu den Händen gelaufen. Oder war das der andere? Weil ich dachte, dieses, was du abgeben musst, das kriegst du als Tank nicht. Oder bin ich da einfach nur falsch gewickelt? So, jetzt bin ich am Überlegen. Hau ich Inka hier raus? Ja oder nein? Komm, scheiß drauf. Ich zieh's jetzt einfach. Immer ewig Cooldowns sparen bringt eigentlich auch nichts. Vielleicht kann ich es doch kriegen, ne? Vielleicht bin ich da falsch gewickelt. Das letzte Mal bin ich, glaube ich, daran gestorben. Da habe ich es nämlich auch gekriegt und nicht gecheckt, dass ich es gekriegt habe, weil ich dachte, ich kann es ja gar nicht kriegen als Tank, ne? Bin ich rausgelaufen und es hat mich dann echt weggeschottet, ne? Also ich war komplett voll One-Shot und weg war ich. Weil die Seele läuft, glaube ich, zum Boss und wenn sie ankommt, dann kriegst du, glaube ich, den Damage oder irgendwie so ist das. So ein paar Necrotic-Stacks haben wir jetzt auch schon. Belegen mein Trinket. Soll ich das auf ein Dings hauen? Ist das wieder der Buff, oder? Nee, das ist, glaube ich... Das ist...
glaube ich, ein anderer Buff. Ich glaube, ich habe gar nicht das... Okay. Ich glaube, das ist ein anderer Debuff. Das ist gar nicht das, was ich rausbringen muss. Vielleicht macht es nur so. Ja, weil ich wollte gerade sagen, als Tank kriegst du es nicht eigentlich. Ich glaube, das ist ein anderer. Da hau ich einfach nur auf die anderen Damage drauf. Vielleicht hat er das da gebuggt, weil ich der Einzige war, der dran war, weißt du? Und deswegen den Damage gekriegt habe. Das vermute ich tatsächlich. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber das könnte es sein. Wobei das jetzt auch gar nicht so schlecht rausgedamaged hat. Jetzt ziehen wir nochmal Dings. Also die Dings sind hier, ne? Die Charmies, die sind ziemlich flott unterwegs. Wie ist denn das mit dem Banner? Achso, der kann das auch öffnen. Die Frage, ob man die nicht lieber raus... Okay, wir sollen die Großen nach dem Pack hier skippen. Den konnten wir interrupten. Aber wie willst du das skippen? Also ich kann stealthen? Es läuft, glaube ich, im Kreis, ne? Vielleicht, wenn es auf der anderen Seite ist. Ich habe es noch nie geskippt, tatsächlich. Jetzt? So, shit, sorry, schreibt er. Ah ja, okay, er hat es geedit. Er wollte wahrscheinlich reingucken, wo es ist, und hat es geedit. Naja, egal. Also, ich vermute mal, dass du skippen kannst. Indem du schaust, wo es im Raum ist. So vermute ich mal, dass es funktioniert. Wisst ihr, wenn es da hinten ist, läuft nämlich, glaube ich, im Kreis rum. Er ist jetzt reingelaufen zum Schauen, es war anscheinend direkt an der Tür. Naja, jetzt haben wir halt den Pride wahrscheinlich nicht vorm Boss. Aber egal. Ich kann jetzt hier nochmal inkern, dann habe ich es vielleicht für den Boss wieder. Wir dürfen nur nicht da runterlaufen, weil da triggern wir dann, triggern dann Ads, die da rauskommen. Also ihn muss ich definitiv hochpullen. Ihn darf ich auf keinen, also ich darf da nicht hinterlaufen. Na super, jetzt steht er natürlich da blöd. Ich darf halt... Jetzt weiß ich nicht, wenn ich ihn jetzt hier pull, ob die... Das, okay, ich darf bloß nicht auf die Dings laufen. Von der Brücke spawnen so kleine Mobs raus. Jetzt ist halt die Geschichte... Ich weiß gar nicht, wie der Pride halt jetzt spawnt. Wobei der bringt 2,9. Die kleinen... Naja, wahrscheinlich triggern wir es dann durch die kleinen und nicht durch die zwei großen, ne? Ich weiß jetzt nicht, wie viel die kleinen bringen. Ja, das dürfte mehr sein. Ich denke mal, wir werden jetzt hier den Pride triggern. Und haben ihn halt dann nicht direkt vor dem Boss. Ich glaube, der nächste Boss... Wir haben halt nicht mal HT, ne? Ja, jetzt triggern wir hier den Pride. Das ist... Ah, der nächste Boss wird halt tricky. Also, der ist ja eigentlich nicht schwer, ne? Aber spawnen diese komischen Ads raus. Und die Ads, ne, wenn ich die tanke, stacken die mich halt. Ich weiß jetzt halt nicht mit Boss-Buff, wie... Ob ich die ein bisschen auf die DDs lassen kann. Ich werde vielleicht die jetzt nicht instant spotten, dass ich nicht zu weit hochstack. Wisst ihr, was ich meine? Muss ich mal gucken, aber wenn die natürlich mir den Heiler oder die DDs auseinanderhauen, ist halt auch kacke. Da muss ich jetzt so ein bisschen gucken, wie wir es machen. Ah, weiß ich nicht. Der dürfte halt auch ätzend sein, ne? Wir haben halt jetzt dann nur noch kurzen Pride-Buff. Und kein HT. Das wird halt richtig... Hey, ich grüß dich. Das wird halt richtig ätzend. Ich habe auch noch weniger HP, ne? Oh boy, das wird halt richtig abfuck hier. Das sehe ich jetzt schon. Ich muss am besten halt mit den Ads schauen, dass ich sie nicht instant beide ranhole. Also ich taunte die jetzt absichtlich nicht, ja. Weil die hauen nicht so viel Schaden auf die DDs. Habt ihr das gesehen? Das geht. Also der Schaden auf die DDs geht. Wenn ich die nämlich instant ran taunte, stacken die mich halt übelst schnell hoch. Und dann habe ich halt richtig gelitten. Wisst ihr, was ich meine? Das kann ich fast nicht machen.
Aber er hat auch noch das Ele dran. Diesmal ist das Ele gut. Ich glaube, schau mal, die Kleinen spottet das Ele nämlich perfekt. Das ist sehr gut. Sehr, sehr gut. Beim nächsten ziehe ich dann Inka. Darf mich bloß nicht von den Ketten erwischen lassen. Uff, das war knapp. Jetzt ist das Ele halt weg. Aber ich habe nur 5 Stacks. Das ist vollkommen in Ordnung. Okay, ich glaube, ich habe das härter eingeschätzt, als es ist. Wenn ich es jetzt nicht noch hart verkackt, dann dürfte es eigentlich kein Stress sein. Macht dann nochmal sein Ziehen, ne? Mal ein bisschen gucken. Wenn der nämlich blöd steht, dann ist nicht so geil. Eigentlich muss ich die Ads, ne? Die Ads kann ich so ein bisschen kontrollieren, wo ich sie tank, wo sie sterben. Eigentlich wäre es besser, wenn man sie außen sterben lässt. Vielleicht nicht unbedingt immer in der Mitte, weil dann poolst du da alles voll. Das ist immer nicht so geil. Jetzt muss ich mal rüber. Aber bis jetzt, okay, bis jetzt bin ich safe, sage ich, und muss HCD ziehen. Okay, er hat mir den gegeben. Ich hätte aber auch noch mein Trinket, ne? Das kann ich eigentlich hier reinjagen, scheiß drauf. Ich brauch's jetzt eh nicht. Gut, jetzt kommt der Endboss. Vielleicht hätte ich's vom Endboss. Nee, gut. Okay, und jetzt kommt noch der Endboss. Endboss ist halt immer Movement. Movement, Movement, Movement. Aber der mit Boss-Buff ist halt knackig. Knackig. Schauen wir mal, ob wir den auch noch clean runterkriegen. Ich hatte mit einer Gruppe, ich glaube, das war ein 12er, relativ am Anfang, also vor x Wochen. Und da hatten wir auch noch 10, 12 Minuten über beim Endboss und wir haben es geschafft, es dann noch zu depleten. Da war aber der Schwachpunkt der Heiler, weil er sich jedes Mal von dem Breath oder von dem Charge oder von dem Scheiß treffen lassen hat. Das war richtig ätzend. Also da war der Schwachpunkt unser Heiler und dann wurde das Ding noch depletet. Wir haben, glaube ich, 4 Tries gebraucht. Das war so richtig ärgerlich. Okay, Drufter. Jetzt schauen wir mal. Der Boss haut schon relativ gut rein, ne? Jetzt mit Boss-Buff. Jetzt weiß ich nicht, Inka habe ich noch nicht ready. Der Schlag hier, jetzt mal gucken. Ja, okay, der haut mich halt auf 50%, ne? Also das ist krass. Ich wollte eigentlich mal nachschauen. Das habe ich jetzt wieder nicht gemacht, ob das Melee-Damage ist oder ob das, hier müssen wir halbwegs zusammen am besten stehen. Oder ob das Ding-Damage ist, Caster-Damage. Wenn das nämlich Melee-Damage sein sollte, wird aktiv Mitigation pre-stacken was helfen. Ist es das nicht, hey, grüß dich, dann bringt es halt gar nichts, ne? Dann brauche ich auch keine aktiv Mitigation pre-stacken. Ich wollte es eigentlich das letzte Mal nachschauen, hab's vergessen. Jetzt stacken wir mal zweimal pre. Weiß nicht, hat das viel gebracht? Ich meine nicht, ne? Achso, jetzt kommt der Riss ohne... Warte mal, ich kann einmal Rawn für alle. Ich glaube, wir den Rawns hätten lieber vielleicht aufgehoben, aber... Fuck, da muss ich raus. Uff, 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 uff. Okay, jetzt ist er auf 50%. Jetzt sollten wir eigentlich HT ziehen. Sehr schön, sie ziehen HT. Jetzt kommen halt die Hanswurschten. Ja, da kommt nochmal der Kack. Darf man sich jetzt halt nicht reinkicken lassen in den Strahl. Das hier ist echt fies, ne? Das kann echt fies sein. Ich ziehe jetzt meine Wall hier, weil alles gleichzeitig kommt. Ich krieg den Schwung noch ab. Komm, jetzt ziehen wir auch mal hier Inka. Das habe ich mir jetzt extra aufgespart hier, um defensiv. Dann kann ich mir nur mein Schild hochhauen. Inka. Ich habe immer noch keine Pots eigentlich. Oh fuck, jetzt darf ich mich da nicht reinkicken lassen. Uff, okay. Movement God ist am Start hier. Mal die Tüten noch. Bis jetzt sieht's gut aus. Also ich habe auch noch mein Trinket, was ich drauf... Komm, wir hauen jetzt mein Trinket drauf. Easy Double Chest gemacht. Hier, easy. Das war ein schöner Run. Das war ein richtig schöner Run. So, ich hoffe, den habe ich hier aufgenommen. Ja, habe ich aufgenommen. Wunderbar. Okay, sehr schön. Komm, jetzt schauen wir aber noch eins nach.
Ist das Schattenschaden oder ist das fucking Melee-Schaden? Körperlicher, okay, da bringt Active Mitigation was. Wunderbar, schöner Run. Das lief doch mal. 14er gedouble-chested. Der Heiler beklatscht mich hier. Wunderbar.